Hallo, herzlich willkommen zurück. Wir starten mit einer neuen Rakete, die wir letztes Mal ein bisschen umgebaut haben, oder mit der alten Rakete, die wir letztes Mal ein bisschen umgebaut haben. So rum, glaube ich, wird ein Schuh draus. Moment, genau, Besatzung haben wir keine dabei, SAS haben wir dabei. Hier machen wir an und ja, dann, was soll passieren? Feuer frei. Gib den Affen Zucker. So, nehmen wir mal ein bisschen Schub raus, oder? Oder nehmen wir zu? Nehmen wir den Schub raus, das glaube ich ist ganz gut. So, das hier, das nehme ich mal an und stelle es hier oben hin. Einfach nur, um es zu wissen. Ach Katze, es ist schon gut jetzt. Irgendwie, ich habe keine Ahnung, was mit der heute wieder los ist. Die hat mich die letzten Tage schon ganz schön gefordert. Naja. Im Sinne von, und jetzt wirft sie in, ja. Oh je. Dieses Tier. Also ganz ehrlich, ich hab's ja eigentlich ganz gern. Aber manchmal ist sie einfach echt nervig, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Oh, ich müsste mal voll Schub geben vielleicht. Ne? Das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Jawohl. Sehr gut. Weg mit dir. Und das Ding wobbelt hin und her und wobbelt hin und her, aber es funktioniert. Es hält. Hält. Und darauf kommt es an. So, und jetzt ist die Frage, gebe ich mir hier ein bisschen mehr Zeit, wenn ich hier höher raus liege und mit dem Triebwerk hier länger einfach dann... So, dann machen wir das so. Das... Okay. Jetzt habe ich das trotzdem direkt mit weggesprengt. Das ist aber auch in Ordnung so. Hätten wir jetzt sowieso als nächstes machen müssen. Das ist voll okay. Und wir müssen uns als nächstes mal um diesen Schrott, glaube ich, kümmern, weil der wird langsam ein bisschen viel. Ich habe gedacht, ich fliege sehr effizient und räume alles schön sauberlich wieder auf. Aber denkst du, es ist nicht so? Ich glaube, ich fliege zu hoch. Ich fliege zu hoch, über 100 Kilometer. Aber eigentlich, wir müssen... So, ich fliege mal ein bisschen vor. Einfach, damit man nicht zu viel Treibstoff verblasen im Endeffekt. So. Umso genauer ich auf den Höhepunkt eigentlich bin, umso sinnvoller, glaube ich, ist es. Weil ich dann den eigenen Höhepunkt eben weniger nach oben ziehe und dann eben den, also beziehungsweise auch den momentanen Höhepunkt weniger nach oben ziehe und dafür den anderen eben mehr nach oben schiebe. Weil ich ja immer genau auf der entgegengesetzten Seite eben meine Umlaufbahn verändere. Deswegen fliege ich auch ein bisschen nach unten, eben um die eigene vielleicht ein bisschen zu senken. 108 ist schon sehr hoch eigentlich. Und wir haben wahnsinnig viel Treibstoff mit. Das hat diesmal sehr gut funktioniert. Also ich meine, gut, wir müssen noch die Umlaufbahn noch schaffen. Das ist klar, aber das schaffen wir. So, wir sind über den Höhepunkt drüber. Das sehe ich daran, dass dieser gelbe Pöppel hier, dieser Strich hier unterhalb der weißen Markierung ist, also unterhalb dieser 0-Grad-Linie. Deswegen sind wir über den Höhepunkt drüber und hier sieht man es auch, die Zahl sinkt. Das heißt, wir fallen wieder Richtung Bourbon, aber da wir in die Umlaufbahn beschleunigen, fallen wir an Bourbon hoffentlich gleich vorbei. Zumindest an der Atmosphäre vorbei.
So. Und dann fallen wir halt eigentlich im Endeffekt immer an Kurven vorbei. Das hört sich irgendwie doof an, aber im Endeffekt ist es so ein bisschen. Also man hat halt so viel Vorwärtsmoment, dass man eben immer vorbeifällt. So ungefähr ist es. So. Ich würde jetzt aber, weil ich Weltraumschrott vermeiden will, das Ding jetzt schon absprengen, dass das, oder beziehungsweise, naja, wir können, ein bisschen können wir noch. Ein bisschen können wir noch. So, ich würde es nämlich jetzt absprengen wollen, dass wir Weltraumschrott vermeiden. So, tschüss. Und dann müsste die eigentlich, müsste sich das Ding dann von selbst entsorgen. So, wir haben es geschafft. Wir sind in einer Umlaufbahn und wir haben haufenweise Teile. Jetzt müssen wir erstmal wieder gucken, was ist denn, das, da können wir wechseln zu, das haben wir schon, das haben wir schon, das haben wir auch schon. Als Ziel setzen. So. Und jetzt brauchen wir ein paar Umdrehungen wieder, damit das Ganze sinnvoll wird. Jetzt müssten die beiden Orangen sich annähern. Na, wann ist es soweit? Jetzt hat sich was getan jedenfalls. Ich weiß noch nicht so genau was. Ob das jetzt gut oder schlecht war. Dann über hinzufügen. Okay, war gut. Hallo, Manöver. Hallo. Hallo. Ach, mach mal hier. Okay, geht so auch. So, müsste sich jetzt nochmal annähern. Es ist passiert. Okay, das haben sich die Farben im Endeffekt gewechselt. Jetzt ist es wieder so wie vorher von den Farben her und jetzt müsste sich das nochmal annähern. Genau, weil dann der eine Schnittpunkt ja näher ist als der andere, deswegen ist das so. So, wenn ich jetzt, wo sind wir denn? Ich hier. Manöver hinzufügen. Wenn ich jetzt hier sage, ich mache hier langsamer, wird das dann hier besser oder schlechter? Es wird schlechter, würde ich sagen. Oder? Ja. Es wird schlechter. Deswegen, wir machen noch eine Umdrehung. Wo sind wir dann jetzt? Wo ist denn dieser Schnittpunkt eigentlich? Wo ist... Ach, hier. Den verändere ich hier gleichermaßen, wie ich mein Manöver verschiebe. Das ist ja sehr interessant. Thank you.
Vielleicht sollte ich einfach noch eine Umdrehung machen. Vielleicht sollte ich hier einfach ein bisschen langsamer machen. Ich mache hier einfach ein bisschen langsamer. Einfach hinzufügen, dass wir hier ein bisschen nicht ganz so schnell sind. Würde ich sagen. Oh. Dass wir nicht ganz so schnell sind, dass wir ein bisschen mehr auf seiner Geschwindigkeit sind. Dann glaube ich, funktioniert das nämlich bei der nächsten Umdrehung dann ganz gut. So. Ich hoffe es einfach. Wir gucken mal. Es kann so falsch nicht sein. Es hat die letzten Male wunderbar geklappt, was ich so mir ausgedacht habe. Von daher gehen wir einfach aus. Das müsste passen. Ja, komm, 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 komm. Manöver. Es hat nicht immer wunderbar geklappt, aber meistens hat es ja jetzt. Also, zumindest diese Rettungen haben ja jetzt ganz gut geklappt. So, okay. Bisschen vorspulen. Hallo, ich habe auf Z gedrückt. Ja gut, wenn wir schon in die Richtung fliegen, können wir es gleich noch optimieren auch. So, ist ja egal im Endeffekt, ich habe ja eh nur so ein bisschen. Einfach mal Manöver hinzufügen. So, und jetzt, wenn man nämlich hier... Okay, wenn wir jetzt langsam machen... Okay. Okay, das ist schade, das ist schade. Also, ich müsste noch langsamer werden. Und zwar jetzt schon. Ich müsste jetzt schon noch langsamer werden. Oh. Ich sehe gerade, die ist zu... Was? Wo ist denn meine... Hier. Die ist zu tief. Die ist viel zu tief. Kann ich das... Nein, will nicht... Manöver hinzufügen. Kann ich die wieder ein bisschen ändern? Oh nein. So, doch, geht. In die Richtung muss ich. Oder halt, naja, eigentlich hier in die Richtung, oder? Damit das Sinn macht, das Ganze, oder? Ja, wobei, nach vorne und Ding, das macht schon Sinn. Ich habe das Raumschiff ist nur gedreht. Okay. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Ah, immer noch scheiße. Okay, so. Boah. Glück gehabt, ey. Ich hab nicht aufgepasst. Es hat meine Erdeapsis verschoben. So. Jetzt muss ich mein Ziel wieder suchen. Das Ziel setzen. Der hier war es wahrscheinlich. So. Es verschiebt halt schon wieder die Apsis, das ist sehr doof. Das ist sehr doof. Okay. Okay, 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 okay. Ich habe ein Problem. Glaube ich. Ich glaube. Kann ich denn?
Kann ich denn das nicht irgendwie... Okay, aber ich musste dann nochmal korrigieren, vielleicht auf der anderen Seite einfach. Okay, kann ich machen so. Oder? Ja, kann ich so machen, glaube ich. Ne? Indem ich einfach nochmal Gas gebe. So. Dann bin ich nämlich hier und hier. Oh Mann, es ist ja richtig kompliziert, den jetzt zu holen. Witzig. So. Jetzt mal die Frage. Wie kommen wir dann wieder näher an den guten Mann ran oder an die gute Frau? Ja, so. Ja, doch. Oh Gott, wieso funktioniert das diesmal so schlecht? Wo sind wir denn hier? Also ich kann noch ein bisschen rumspielen. Naja, das ist aber schon zu viel gewesen. Viel des... Oh. Rumgespielt. So, recht viel mehr kann ich ja nicht. Wie sieht es hier aus? Kann ich hier was ausrichten? Ja, minimal halt. Wie sieht es hier aus? Wir würden hier dann näher kommen. So. Aber 200, das ist ein bisschen sehr viel. Vielleicht müssen wir da trotzdem einfach noch mal eine Runde kreisen. Da müssen wir einfach noch mal eine Runde kreisen, glaube ich. Oh. Okay, wir machen das so. Wir machen das so. Wir hoffen, dass es funktioniert. Brett. Ja, Strom ist gut. Passt.
Hallo, ich habe Z gedrückt. Oh nein. Okay, können wir aber ändern, wenn wir dann da oben sind. Oh. Nicht wahr. Ist doch nicht wahr. Wieso funktioniert das diesmal so schlecht? So. Wenn man das einfach mal leicht so schlecht angenähert bin an die Umlaufbahn wahrscheinlich. Ja gut. Komm. Manchmal dreht das sich irgendwie komisch. Also, was ich nicht ganz verstehe. Ja, komm. Passt auf jeden Fall, oder? Ja, komm, das passt. Okay, gut. So, dann lass man den jetzt noch einfach mal eine Weile. Nochmal eine Runde kreisen und schauen uns mal an, wie es bei der nächsten Drehung aussehen würde. 164, das müsste jetzt eigentlich näher werden, hoffe ich einfach. Hat umgesprungen aufs andere, müsste jetzt näher geworden sein. Ja. 123, das ist jetzt nicht so viel näher, aber wir kommen der Sache näher trotzdem. Langsam nähern wir uns dem Ganzen. Okay, wenn ich jetzt beim nächsten Mal das sieht doch ganz gut aus. Das sieht doch sehr gut aus. Es wird aber noch näher. Thank you.
Die Geschwindigkeit gefällt mir noch nicht, aber das können wir ja anpassen, das wissen wir ja. Geschwindigkeit können wir ja noch anpassen, das funktioniert ja. Okay. 0,5. So. Mal aufs Optimum ausrichten und dann ja, dann werden wir den schon irgendwie einfangen. Na komm. Sehr, sehr träge. Und wir haben halt viel zu viel Treibstoff eigentlich mit. Wir könnten wahrscheinlich mit der gleichen Rakete auch auf dem Moon noch jemanden abholen. Zwar nicht in einem Schwung. Das weiß ich nicht, ob das funktionieren würde. Direkt in der gleichen Mission noch. Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig in der gleichen Mission, weil wir trotzdem dafür, glaube ich, jetzt zu wenig Treibstoff hätten. Okay, wie steht's? Ganz gut. Wenn wir dann hier ein Manöver hinzufügen und hier bremsen. Oder beschleunigen. Wir beschleunigen. Okay, das ist aber nicht so sehr gut. Das ist nicht so sehr gut. Wenn ich das nach vorne schiebe, dann müsste das doch eigentlich. Ja. Müsste das doch eigentlich dann aber besser werden. Nö, jetzt nicht. Ich weiß wieso. Ich muss das hier oben hinsetzen. Und zwar muss ich hier nämlich. Ja, wobei, wenn ich hier beschleunige, dann komme ich zwar von der Geschwindigkeit her näher ran, aber ich komme auch weiter weg. Das gefällt mir nicht. Oh, wie sieht es hier aus? Da wird die Geschwindigkeit wieder schlechter. Okay. Ja, die Geschwindigkeit wieder schlechter. Das ist doch furchtbar. Wenn. Wenn das eine passt, passt das andere nicht, ne? Wird weiter weg, okay. Das ist nicht schön. Wieso funktioniert das denn diesmal gar nicht? Nochmal löschen. Wo stehen wir denn momentan? Wobei, ich glaube, das geht sogar.
Können wir das noch ein bisschen... Na, ich glaube fast nicht. Also ich glaube, ich komme nicht unter die 70. Und unter einen Kilometer, also unter 70 und unter einen Kilometer, das wird, glaube ich, sehr, sehr schwer. Wir haben dann noch einen zweiten auch noch zum Retten. Vielleicht. Ja, schlägt es halt wieder um. Nummer 3, 0,2. Ich glaube, da kann ich noch lange rumspielen. 75 und 0,2. Recht viel besser wird das nicht. Nö. Ein bisschen besser wird's. Ein bisschen besser wird's. Also das können wir mal noch machen. Dass wir ein bisschen näher rankommen. Viel schöner wird das Ganze nicht. Viel schöner wird das Ganze nicht. Ne, machen wir so. Machen wir so, viel schöner wird das Ganze nicht und hoffen einfach, dass es reicht. Dass wir genügend Schub im Raumanzug haben, dass wir den holen können. Ich habe gedacht, in dieser Folge hole ich die zwei runter und alles ist gut. Das hört sich wieder so falsch an. Ihr wisst, was ich meine. Aber es ist nicht so. Funktioniert nicht ganz. So, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal und dann hoffentlich mit zwei Körbels in Schlepptau, die wir dann zur Erde, ja, zu Körbel runter befördern. Ja, bis dahin, macht's gut. Ciao.